Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Sohn sagt heute Morgen zu mir: Papa, du siehst aus wie ein Polizist, der heute heiratet. Ich fasse es jetzt einfach mal als Kompliment auf, nur weil ich etwas blauer angezogen bin. Ich möchte mich kurz vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Andreas Hertje, bin 40 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner Frau Ina. Wir haben 3 gemeinsame Kinder und wir wohnen in Endingen. Mich findet ihr auch häufig an der Kamera oder beim Fotografieren, wenn Waldemar vorne steht, aber auch ab und an auch bei der Moderation. Und heute habe ich die große Ehre, auch am Wort zu dienen. Und dafür bin ich sehr dankbar, natürlich auch ein bisschen aufgeregt, seht es mir nach, aber es ist ein großes Privileg für mich. Ich werde einige Bibelstellen haben, da werdet ihr wahrscheinlich gar nicht so schnell nachschlagen können, aber ihr könnt die Predigt im Nachgang nochmal anschauen oder mich persönlich fragen, dann kann ich euch die ganzen Bibelstellen mitgeben. Ich nutze für meine Übersetzung die Lutherbibel, die revidierte Version aus 84. Meine Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Jesus, der einzige Weg. Und als Grundlage dafür habe ich den Vers in Johannes 14, Vers 6, habe ich genommen. Da steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das war der Lieblingsvers meiner Oma und der hat mich immer wieder begleitet. Wahrscheinlich kennen sicherlich einige von euch diesen Vers. Er klingt sehr einfach, nach gar nicht großem Gewicht, aber er hat eine unglaubliche Botschaft in sich. Und Jesus selber beschreibt, wer er ist, welche Stellung er hat und was er alles ermöglicht. Unser heutiger Vers ist einer von diesen 7 Ich-Bin-Worten, die alle im Johannesevangelium stehen. Jesus selber sagt von sich, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin die Auferstehung, das Leben, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der wahre Weinstock. Also Jesus identifiziert sich mit diesen Begriffen symbolhaft und er beansprucht auch den Namen Gottes in diesen einfachen Versen. Wir lesen in 2. Mose 3, Vers 14, da begegnet Gott dem Mose durch den brennenden Dornbusch. Und Mose möchte wissen, wie heißt du? Und Gott sagt in der Elberfelder Übersetzung, ich bin, der ich bin. Und dieses Ich bin sehen wir auch in diesen Ich bin Worten. Also Gott ist Brot, Gott ist Licht, Gott ist Tür und so weiter. Also Jesus identifiziert sich schon hier mit Gott. Er ist Gott. Unser heutiger Vers ist in der Abschiedsrede von Jesus, also kurz vor seiner Kreuzigung. Da erklärt er seinen Jüngern, dass sie nicht dorthin gehen können, wo er hingeht. Das haben die nicht verstanden. Petrus möchte in Johannes 13, Vers 36 wissen, Herr, wo gehst du hin? Noch Thomas fragt ihn dann in Johannes 14, Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir das wissen? Und Jesus gibt ihnen danach auch zu verstehen, dass, oder beziehungsweise danach kommt dieser Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus macht ihnen danach nochmal deutlich, dass er Gott ist und dass sie Gott erkennen, wenn sie Jesus erkannt haben. Der Weg zu Gott führt durch Jesus. Und schließlich bittet auch Philippus in Vers 8,
Herr, zeige uns den Weg, den Vater, und es genügt uns. Zeige uns den Vater, und es genügt uns. Also die Fragen der Jünger zeigen, dass sie es nicht wirklich kapiert haben. Die haben nicht verstanden, was sein Plan war, wozu er auf diese Erde gekommen ist und wozu er ihn durchführen will, den Plan, und wer er wirklich ist. Also die Jünger haben anscheinend ein Problem damit, Jesus zu glauben. Und nicht umsonst sagt Jesus dann in Vers 11, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Also da macht er nochmal deutlich, dass Jesus Gott ist. Und selbst wenn sie das nicht greifen können, nicht glauben können, dann sollen sie auf seine Werke schauen, auf die Wunder, die er getan hat, damit sie erkennen, wer er ist, wer Gott ist. Ich möchte jetzt darauf eingehen, auf die einzelnen Begriffe, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also heutzutage sind wir ja verkehrstechnisch sehr gut aufgestellt. Wir haben ein intaktes Straßennetz, ein intaktes Schienennetz, ein Flugnetz. Wir können innerhalb kürzester Zeit jeden Ort erreichen. Und das mühelos. Also wir brauchen keine Anstrengung. Wir setzen uns ins Auto, geben in der Navi den Weg ein und fahren los. Haben vielleicht noch eine Klimaanlage. Also ist wirklich sehr, sehr bequem, sehr komfortabel zu reisen. Und selbst wenn wir uns verfahren, haben wir immer wieder die Möglichkeit, umzukehren, zu wenden. Es gibt viele, viele Wege, die ans Ziel führen. Und selbst wenn wir uns verfahren, was hören wir dann vom Navi? Bitte wenden. Bitte wenden. Hat sicherlich schon jeder gehört. Mein Schwager aus Lahr, ich sage nicht welcher, ich habe zwei, der wohnt eben in Lahr und die wollten mit seiner Frau, damals eine Freundin, wollten sie nach Basel fahren. Nun ja, sie sind losgefahren, auf die Autobahn drauf und fahren und fahren. Nur sind sie nicht nach Basel abgebogen, sondern nach Karlsruhe. So, nicht, dass die jetzt in Karlsruhe gemerkt hätten, hoppla, wir sind falsch. Die sind noch mal eine halbe Stunde weitergefahren. Und bei Kronau fällt denen auf, hoppla. Also Basel ist immer noch nicht in Sicht, ich glaube, wir sind falsch. Die sind dann umgekehrt und sind zurück nach Hause gefahren. Nach Basel sind sie danach nicht mehr gefahren. Hätten die ein Navi gehabt, dann hätten die ganz sicher gehört, bitte wenden, bitte wenden. Aber ich gehe davon aus, die waren schwer verliebt und haben keine Augen für die Straße gehabt. Ja, bitte wenden hören wir auch von Jesus, wenn wir den falschen Weg einschlagen oder wenn wir uns auf dem falschen Weg befinden. Wir lesen in Lukas 5, Vers 32. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Also Jesus ruft zu, er gibt uns die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Er ist für die gekommen, die sich auf dem falschen Weg befinden. Und er ruft uns zu und er möchte, dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn der falsche Weg? Nun ja, der falsche Weg ist der Weg, der nicht zu Gott führt. Ist auch nicht der Weg, der an Gott leicht vorbeiführt. Nein, das ist die komplett entgegengesetzte Richtung. Also weg von Gott. Und deswegen brauchen wir auch eine Umkehr, eine komplette Umkehr um 180 Grad, wieder hin zu Jesus. Und wir Menschen, wir müssen eine Entscheidung treffen. Die muss jeder von uns treffen. Wenn wir keine Entscheidung treffen, also eine Entscheidung hin zu Jesus, dann befinden wir uns auf dem falschen Weg. Wir befinden uns auf diesem breiten Weg. Und es braucht die Entscheidung, dass wir sagen, Jesus, ich gehe mit dir. Jesus, ich möchte auf deinem Weg laufen. Und dann laufen wir auf dem schmalen Weg, auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Aber an dieser Entscheidung wird niemand vorbeikommen. Matthäus 7,
Vers 13 bis 14, da lesen wir das Wort. Geh hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Auch da sieht man schon, es sind viele, die auf dem breiten Weg sind und nur wenige auf dem schmalen. Weil der Schmale erfordert eine Entscheidung zu Jesus. Für viele ist die Entscheidung vielleicht zu groß. Sagen, mir geht's doch gut, wozu? Und deswegen sind so viele, die auf dem breiten Weg sind. Ja, was bietet denn uns die Welt auf diesem breiten Weg, der so verführerisch ist? Wir haben Macht, wir haben Reichtum in der Welt. Die Bedürfnisse werden befriedigt. Selbstverwirklichung. Es dreht sich um das eigene Ich. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich bekomme das, was ich will. Dabei sind die Augen und die Ohren so verblendet, dass wir nicht merken, dass wir uns auf dem falschen Weg befinden. Die Sinne sind betäubt und der Böse ist ein Meister darin, uns abzulenken, uns in eine Spur zu führen, weg von Gott. Die Welt selber, die bietet uns keinen Sinn im Leben, keinen Grund für unsere Existenz. Weil wenn man überlegt, wir sind in der Welt, was hat die uns zu bieten? Sodass es mir jetzt gut geht und fertig? Was dann? Hauptsache, mir geht's jetzt gut. Das kann doch nicht der Grund dafür sein, dass wir auf dieser Welt leben. Wir sind nicht in der Lage, aus unserer eigenen Kraft, aus unseren eigenen Fähigkeiten in den Himmel zu kommen. Keine Anstrengung genügt, egal was wir machen. Wir können ein vorbildliches Leben führen, wir können die besten Taten machen, aber es führt nicht näher zu Gott. Und egal wie wir uns anstellen, Gott sieht, natürlich sieht Gott, was wir machen, aber er sieht primär nicht das, was außen ist, sondern das, was inwendig ist. Das, was im Herzen ist, das sieht Gott. Und deswegen sieht er auch, dass wir nicht gerecht sind. Aber Jesus hat unsere Schuld getilgt. Er hat unsere Weste reingemacht. Er hat unseren Schuldschein hat er zerrissen. Und deswegen haben wir vor Gott keine Schuld mehr. Jesus hat die Schuld auf sich genommen. Und deswegen fordert Jesus auf, kehre um. Kehre um und folge mir nach. Ich war mal mit meiner Familie im Urlaub in Frankreich. Ich weiß nicht, wer von euch Centerparks kennt. Familien kennen es sicherlich. Und wer, das ist, also zur Umschreibung, es ist ein riesiges Gelände. Besteht aus viel, viel Wald. Es sind einige Bungalows da drin. Es gibt ein Schwimmbad und alles Mögliche. Und unser Bungalow war nicht weit vom Schwimmbad entfernt. Es waren 8 Minuten zum Laufen. Und nach dem Schwimmbad wollten wir wieder zurückgehen. Ich bin vorgelaufen und mein Jüngster, der war noch recht klein, habe gesagt, okay, ich nehme den Kinderwagen, setze ihn rein, bis er einschläft und dann komme ich wieder. Und dachte, nee, aber ich nehme jetzt nicht den Weg, den ich gekommen bin, sondern ich nehme einen anderen Weg, bis er einschläft und dann ist gut. Und dann laufe ich so und das Areal ist wirklich riesig. Aber es ist gut ausgeschildert, es gibt Schilder, da steht Hausnummer so und so in die Richtung, die Häuser in die Richtung. Also man findet den Weg. Ich bin weit gelaufen. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich sollte jetzt lieber umkehren. Weil ich bin schon ordentlich unterwegs, der Kleine schläft, ich muss zurück. Dann war ich aber so schlau und habe die Schilder angeschaut. Ich weiß nicht mehr, welche Hausnummer wir hatten, aber ich sag mal die Hausnummer 550. Und dann sehe ich auf dem Schild Hausnummer 548. Und Andi, so schlau wie er ist, sagt dann, hey, ich laufe zur Nummer 548, hey, und es ist gerade nebendran. So, und ich laufe und laufe und laufe und laufe und bin bei dem Haus angekommen. Und danach war es Sackgasse.
Da war nichts mehr. Keine Hausnummer 550. Hinten dran war ein kleiner Zaun. Und danach war die eine Verkehrsstraße, also sind Autos gefahren. Ich wollte nicht mehr umkehren. Es war mir zu weit. Und dann bin ich auf dieser Straße gejoggt. Und zwar neben den Autos. Und zwar bis zum Eingang. Und habe dann dort den Weg gefunden. Aber was ich damit sagen will, ich hätte zur rechten Zeit umkehren sollen. Also zum Mittagessen kam ich eine Stunde zu spät. Auf jeden Fall. Was passiert denn, wenn wir umkehren? Hat Jesus uns ein Leben versprochen, ohne Nöte, ohne Sorgen? Nein. Jesus hat nicht gesagt, dass der Weg geebnet ist. Jesus hat nicht gesagt, dass wir keine Sorgen haben werden, dass wir keine Nöte haben werden, dass keine Schwierigkeiten auf uns zukommen. Das hat Jesus nicht gesagt. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir ausgelacht, werden beschimpft, wir werden verunglimpft. Wer Jesus nachfolgt, der wird gering geachtet. Wer seinen Namen bezeugt, das haben wir vorhin von Wilfriede gehört, in manchen Ländern werden Christen verfolgt um seines Namens willen. Also es ist ein großer Preis, den wir für die Nachfolge zahlen. Und Paulus hat mehr gelitten als jeder andere. Und dennoch lesen wir von ihm in 1. Philipper 1, Vers 29. 1. Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern um seinetwillen zu leiden. Euch ist es gegeben, das heißt, es wurde uns gewährt. Das heißt, es ist ein Privileg für Paulus gewesen, dass wir nicht nur an ihn glauben, sondern dass wir auch um seinetwillen leiden. Das finde ich großartig. Warum konnte Paulus so reden? Weil er wusste, was das Erbe ist. Er wusste, was die himmlische Herrlichkeit ist. Weil dort wird es kein Leid mehr geben. Dort wird es keine Schmerzen mehr geben. Wir lesen in der Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was für eine tolle Verheißung. Und ergänzend dazu können wir auch lesen, was Paulus in Römer 8, Vers 18 sagt. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Großartig. Wenn wir so die Welt mit der Nachfolge Jesus vergleichen, wenn wir das oberflächlich vergleichen, dann könnte man meinen, hey, die Welt hat auch viel mehr zu bieten. Ich kann alles haben, Reichtum, Macht. Wozu verspottet werden? Wozu ausgelacht werden? Bei Jesus hätten wir in der Nachfolge nur Hohn und Spott. Und die Welt, die gibt mir genau das, was ich brauche. Bei der Welt bin ich erhaben. Ich bin etwas. Und bei Jesus bin ich nichts. Wisst ihr, wir müssen hinter die Fassade blicken. Wir brauchen wie Paulus den Ewigkeitsblick. Wir brauchen den Ewigkeitsblick. Und dann hat die Welt keinen Bestand mehr. Macht und Reichtum haben in der Ewigkeit keinen Bestand. Jesus allein ist mächtig. Ihr kennt sicherlich den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können nach dem Tod keine irdischen Güter mitnehmen. Kein Besitz, gar nichts. Alles, was von der Welt ist, das bleibt doch in der Welt. Was in der Welt ist, das ist vergänglich und hat keinen Ewigkeitswert.
Und deswegen sollen wir nicht nach irdischen Gütern trachten, sondern immer mehr die Abhängigkeit zu Jesus suchen. Und dann können wir auch mit Paulus Worten einstimmen und sagen, dass das Leiden der Welt nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die uns im Himmel erwartet. Wisst ihr, uns selbst wenn wir leiden um seines Namens willen, so sieht er uns doch. Er weiß genau, wofür wir das machen. Und Jesus selber hat das Leid für uns getragen. Wir dürfen ganz gewiss sein, dass er in unserer Nähe ist und uns niemals aus den Augen lässt. Jesus ist der einzige Weg, durch den wir zu Gott kommen. Es gibt keinen anderen Weg, keine Abzweigung, keine Umleitung, nichts. Es gibt nicht diese 3, 4, 5 Wege, wie die Navigation es vorschlägt. Nein, es gibt diesen einen Weg. Und Jesus ist diesen Weg gegangen, ans Kreuz für die ganze Menschheit. Aus Liebe hat er es gemacht. Und er hat das größte Opfer vollbracht. Er, der sündlos war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und er ist den Weg gehorsam gegangen, hat alles vollbracht. Er ist auferstanden, er lebt. Und deswegen kann er auch sagen, nicht ich war das Leben, sondern ich bin das Leben. Kommen wir zu dem Punkt, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also wenn wir Wahrheit definieren müssten, dann würden wir sagen, naja, wir haben eine Aussage und wir haben einen Zustand. Und wenn die zwei übereinstimmen, dann ist das Wahrheit. Also 5 plus 5 gibt, ein paar haben in der ersten Klasse aufgepasst, der Rest rechnet noch. Die können es euch erklären nachher. Also wenn wir an Wahrheit denken, dann verbinden wir damit Begriffe wie Wirklichkeit, Realität oder Tatsache. Das sind die Begriffe, die wir für die Wahrheit jetzt verwenden würden. Aber wie definiert Bibel Wahrheit? Die Bibel geht über diesen Zustand der Wirklichkeit hinaus. In der Bibel geht es nicht darum, den Sachverhalt richtig darzustellen, sondern es geht um die Sache oder Person selbst. Also es geht um Ereignisse und Zusagen, die eintreffen oder geschehen. Und es geht nicht darum, was Wahrheit ist, sondern dass man Wahrheit tut und dass auch die Wahrheit in uns erkannt wird. Und die Wahrheit selbst können wir nur dann erkennen, wenn wir eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn haben. Und der Heilige Geist selbst gibt uns Auskunft über diese Wahrheit. In der Bibel steht, dass die Wahrheit an eine Person geknüpft ist. An Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 17 lesen wir, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also das Gesetz durch Mose, Wahrheit und Gnade durch Jesus. Also Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Wahrheit ist Realität geworden, als Jesus Mensch wurde. Und wenn wir sehen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann sehen wir Gott, erkennen Gott. Und Gott selbst hat die Wahrheit durch Jesus Christus zu uns Menschen gebracht. In Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch in Gottes Zusagen sehen wir die ganze Fülle der Wahrheit. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, dass er Liebe ist und von jeher geliebt hat. Oder dass er barmherzig und gnädig ist und vergibt. Dass er uns annimmt, wenn wir unsere Schuld bekennen und ihm folgen. Und dass er bei uns ist bis an der Weltende. Also Gottes Zusagen haben Gewicht. Wenn Gott irgendwas zusagt, dann hat es auch Gültigkeit. Wenn Gott etwas zusagt, dann lässt er sich nicht von Gefühlen leiten.
Er wird auch nicht manipuliert. Er ist nicht so wie wir Menschen. Wenn wir etwas zusichern, dann können wir es natürlich halten. Aber es gibt so viele Faktoren, die uns daran hindern, etwas auszuführen. Also wenn wir mal einen guten Tag haben, dann sind wir ganz anders drauf, wenn wir einen schlechten Tag haben. Also wir sind da sehr wankelmütig. Jeder kennt es, wenn er mehrere Tage schlecht geschlafen hat, dann ist er ein anderer Mensch. Also Eltern mit kleinen Kindern, die werden es wissen, wie es ist. Aber Gott ist treu und gerecht. Was er verspricht, das hält er ganz gewiss. Wahrheit spricht Jesus aus. Und darauf können wir uns verlassen. Manchmal ist auch die Gotteswahrheit schwer erträglich und auch schwer verdaulich. Tut auch manchmal weh, wenn Gott uns so einen Spiegel vors Gesicht hält und uns zeigt, wie schuldig wir manchmal sind. Aber wisst ihr, dabei bleibt es nicht, sondern Gott hat auch eine Instanz gesetzt, wo wir unsere Schuld abgeben können. Und zwar bei Jesus. Bei Jesus können wir alles abgeben, was uns belastet und was uns bedrückt. Ja, die Menschen sind so, dass sie immer wieder versuchen, die Wahrheit zu vertuschen. Möglichst nicht negativ auffallen. Ich habe da auch so ein Beispiel mit meinem kleinsten Sohn erlebt. Ich nehme bewusst kein Beispiel von mir, weil ich sehe an mir keine Schuld. Wir waren einmal beim Friseur und haben uns die Haare geschnitten. Da fragt die Friseurin so, hat der Raphael sich die Haare selber geschnitten? Ich so, nein. Hat sie so gekämmt? Doch, da sieht man es ganz deutlich, das ist ein Schnitt. Ich so, nein, Raphael, hast du die Haare geschnitten? Nein, war ich nicht. Ich so, wir waren es auch nicht. Und dann irgendwann später bin ich so zu ihm, Raphael, hast du die Haare geschnitten? Nein. Irgendwann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen, kam zu mir, Papa, ich habe mir die Haare selber geschnitten. Ich so, du kannst jederzeit zu mir kommen, du kannst mir sagen, klar kann es auch sein, dass du Ärger dafür kriegst, aber du hast die Wahrheit gesagt und es bedrückt dich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Raphael, eine Sache will ich gern von dir wissen. Wo hast du die Haare hingemacht, die du dir abgeschnitten hast? Weil hättest du sie in den Mülleimer geworfen, hätte ich gesehen, dass da Haare liegen. Da wüsste ich, was los ist. Papa, weißt du, wir haben einen braunen Teppich. Meine Haare sind braun. Und ich habe sie auf dem Teppich verstreut. Also bei uns wird die Wahrheit nicht unter den Teppich gekehrt, sondern auf den Teppich verstreut. Seitdem achte ich auf seine Haare. Vor der Kreuzigung Jesu gab es eine sehr interessante Unterhaltung zwischen Jesus selbst und dem Statthalter Pilatus, dem römischen Statthalter Pilatus. Das würde ich gerne zusammen mit uns lesen. Schlagt mal auf, wer eine Bibel dabei hat. Johannes 18, Vers 36 bis 38. Also Johannes 18, 36 bis 38. 18, 36 bis 38. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist,
der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Also Jesus erzählt von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und wäre es von der Welt, so würden ihn seine Anhänger unterstützen, die würden für ihn kämpfen. Und dann betont er nochmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus sieht, dass Jesus wohl ein Reich hat, er versteht es nicht ganz. Dann denkt er sich, na gut, wenn er ein Reich hat, dann muss er doch Macht haben. Er muss ein König sein. Deswegen fragt er, ja, bist du ein König? Jesus bezeugt es, ja, ich bin ein König. Und ich bin hier, um die Wahrheit in der Welt zu bezeugen. Pilatus hat es nicht verstanden. Will natürlich auch wissen, was ist Wahrheit? Aber er hört nicht mehr hin, dreht sich weg und geht. Also Pilatus erkennt nicht, was Wahrheit ist. Er erkennt nicht, dass Jesus Gott ist. Er hat es nicht verstanden. Und man möchte ihm zurufen, Pilatus, du erkennst Wahrheit, wenn du Gott erkennst. Das möchte man ihm am liebsten zurufen. Aber er sieht Jesus als ein König, nicht von dieser Welt, also für ihn ist es sehr unverständlich. Und deswegen, er sieht in Jesus keine Konkurrenz zu seiner eigenen Stellung. Und deswegen sagt er dann auch, dass er an ihm keine Schuld findet. Also Pilatus hat Wahrheit nicht erkannt und er hat nicht erkannt, dass das Reich Jesu nicht von dieser Welt ist, dass sein Reich sich nicht an den irdischen Maßstäben misst. Und er hat das Todesurteil unterschrieben. Und ich finde es so spannend, er hat ihn kreuzigen lassen, aber er konnte ihn dennoch nicht töten. Das erinnert mich so an die Predigt von letzter Woche am Sonntag, als Waldemar gesagt hat, dass Satan öffentlich blamiert wurde. Genau das ist das. Pilatus hat ihn töten lassen und Jesus lebt. Sein Plan wurde ausgeführt. Jesus lebt in alle Ewigkeit und er regiert und sitzt auf dem Thron. Amen. Was sagt denn die Bibel über Gottes Wahrheit? Alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Psalm 33, Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Oder Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn's er gebietet, so steht's da. Also, alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Und genauso alles, was Gott macht, ist Wahrheit. Psalm 111, Vers 7. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht und all seine Ordnungen sind beständig. Das heißt, alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Alles, was Gott macht, ist Wahrheit. Das heißt, Gott selber ist Wahrheit. Alles, was von ihm ausgeht, ist Wahrheit. Jesus Christus bezeichnet sich als Wahrheit, unser Ausgangsvers. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Also Gott ist Wahrheit, Jesus ist Wahrheit. Und der Heilige Geist ist Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also, Gott ist Wahrheit, Jesus ist Wahrheit und der Heilige Geist ist Wahrheit. Und die Existenz dieser Dreieinigkeit wird durch die Wahrheit nochmal untermauert. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins und sind auch in der Wahrheit untrennbar miteinander verbunden. Also die Wahrheit wohnt in Gott selber, sein Handeln und Reden wird von Wahrheit bestimmt. Und dafür braucht er keinen Maßstab, das habe ich vorhin schon gesagt, er braucht keinen irdischen Maßstab. Das sehen wir auch in der Schöpfungsgeschichte.
in 1. Mose, wenn Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Gott hat nicht erst geschaut, wie kann ich das Licht machen? Ich brauche irgendeinen Maßstab. Nein, Gott selber ist dieser Maßstab. Gott selber ist diese Wahrheit. Aus ihm geht Wahrheit hervor. Kommen wir zum letzten Punkt. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben. Als allererstes muss man festhalten, dass Jesus von jeher existiert. Also bei ihm gibt es keinen Anfang. Jesus hat von jeher existiert. Lesen wir auch in Johannes 8, 58. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Also Jesus ist nicht nur wahrer Mensch, er ist auch wahrer Gott und war selbst bei der Schöpfung dabei. Und er selbst hat das ewige Leben. Und es ist wichtig zu wissen, dass er von Ewigkeit her existiert, denn nur dann hat er auch Anteil an Gottes kraftvollem Wirken. Nur so kann er uns auch zusprechen, ich vergebe dir deine Sünden. Und genauso kann er uns auch ewiges Leben schenken. Wenn Jesus nur Mensch wäre, könnte er das nie machen. Ich möchte dazu gerne noch mit euch zusammen Lukas 5 nachlesen. Lukas 5, Vers 20 bis 21. Lukas 5, Lukas 5, 20 bis 21. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten Pharisäer fingen an zu überlegen, sprachen, wer ist der, der Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und dann lesen wir in Vers 24 weiter, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Also wir sehen, dass Jesus nicht nur Vollmacht redet, sondern auch wirkt. Ich finde es so bemerkenswert, die Pharisäer, was sie sagen, wer ist der, der Gotteslästerung redet. Was macht Jesus? Er geht hin und redet nicht nur, sondern heilt den Gelähmten, dass er gehen kann. Und hat demonstriert, dass ich Gott bin. Ich rede nicht nur, ich wirke. Und das könnt ihr an dieser Tat, an diesem Wunder sehen. Gott oder Jesus betreibt keine Gotteslästerung. Er ist Gott selber. Wenn wir jetzt rausgehen würden auf die Straßen, würden fragen, naja, wie kommt man in den Himmel? Leute, erzählt mal, wie kommt man in den Himmel? Da wären einige, die würden sagen, Himmel? Es gibt keinen Himmel, es gibt keine Hölle. Einige würden sagen, naja, weißt du, wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich keinem irgendwas zuleide tue, ich spende für Bedürftige, ich bin lieb, in meiner Familie ist alles intakt. Ich will diese Tugenden gar nicht kleinreden. Das ist alles schön und gut. Auch Gott sieht das. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht, wenn wir ungerecht sind. Wir können noch so viel zur Schau stellen. Gott sieht, was wir im Herzen tun, was uns bewegt. Deswegen lesen wir auch in Römer 3, Vers 12. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Eine ähnliche Aussage finden wir auch in Psalm 14, Vers 3. Wir können vor Gott nicht bestehen.
Was brauchen wir? Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Aus unseren eigenen Werken, unseren Taten können wir nicht bestehen. Wir können dieses ewige Leben, was wir gerne wollen, auch nicht erkaufen. Wir können dafür nicht bezahlen. Aus Gnade hat uns Gott das geschenkt. Jesus hat dafür bezahlt. Er ist ans Kreuz dafür gegangen und hat uns teuer dafür erkauft. Er hat den Preis für uns bezahlt, damit wir frei von Schuld sind, damit wir erlöst sind. Hat er den Tod überwunden und erlebt. Und deswegen können wir, wenn wir ihn annehmen, dürfen wir auf diesem schmalen, ich sage schön, auf diesem versöhnten Weg, dürfen wir dann laufen. Dafür müssen wir Jesus annehmen. Wir müssen eigentlich nur hingehen, Jesus unsere Hände entgegenstrecken, wenn auch nur symbolisch, um unsere Schuld bekennen, Buße tun, ihn im Herzen annehmen und ihn als unseren Herrn und Gott anbeten. Und so ist uns auch das ewige Leben gewiss. In Johannes 5, Vers 24 lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also wenn wir ihn annehmen, dann werden wir das nicht irgendwann bekommen, sondern wir haben jetzt schon das ewige Leben. Wir können gewiss sein, dass wir das Leben schon jetzt haben. Und wenn wir uns nicht auf dem Weg, der zum Leben führt, kommen wir ins Verderben. Und es ist so interessant, dieses Wort, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und dieses Hindurchdringen, das ist nicht irgendwas, was mal so einfach passiert, sondern man merkt, da ist Widerstand. Das heißt, dieses Leben, was wir hier führen, Das trifft auf Widerstand. Wir werden Probleme, Sorgen, Nöte haben. Und deswegen dieses Hindurchdringen. Das ist nichts, was einfach passiert. Und ich habe mal dieses Hindurchdringen im Duden nachgeschlagen, was da steht. Und da steht so ein schönes Beispiel. Die Sonnenstrahlen drangen durch den Nebel hindurch. Das kann man sich bildlich so schön vorstellen, wenn man eine Nebelwand hat und die Power, die Kraft des Lichts, die da durchdringt, dann gibt es diese schönen Sonnenstrahlen. Und dieses Bild kann man so wunderbar auch auf Tod und Leben anwenden. Wenn wir Finsternis haben und Licht kommt hinein, was passiert dann? Es wird hell und es bleibt hell. Das kennen wir ja von zu Hause. Wenn wir das Licht anmachen, dann muss die Dunkelheit weichen. Und so ist auch Jesus. Er hat mehr Kraft als die Finsternis. Da, wo Jesus ist, da ist Licht und da ist Leben. Ein Prediger, der mir leider entfallen ist, sagte einmal: Wir können zwar ohne Jesus leben, aber wir können nicht ohne ihn sterben. Das soll jetzt auch kein Aufruf sein, dass wir ohne Jesus leben sollen. Weil wir Kinder Gottes, wir suchen die Beziehung zu unserem Vater schon zu Lebzeiten, nicht nur auf dem Sterbebett. Aber was damit gemeint ist, wenn wir nicht an Jesus glauben, wenn wir ohne Jesus leben, dann folgt das Gericht für all diejenigen, die nicht an ihn glauben. Ohne Jesus sterben bedeutet, keinen Anspruch auf das ewige Leben zu haben. Wir sind vom Reich Gottes abgeschnitten, wenn wir ohne Jesus sterben. Ohne Jesus leben ist gleichzusetzen wie kein Leben. Wir haben kein Leben, wenn wir Jesus nicht haben. Man sieht ja, dass das irdische Leben ohne Jesus durchaus möglich ist.
Man sieht ja, dass der Großteil der Bevölkerung ohne Jesus lebt. Ihnen geht's gut. Macht, Wohlstand, Reichtum, alles ist vorhanden, die haben keine Sorgen. Wozu Jesus? Aber wisst ihr, wenn der letzte Atemzug ausgehaucht ist und die vor dem lebendigen Gott stehen, wenn dann der Name nicht im Buch des Lebens steht, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann folgt die ewige Verdammnis. Das klingt jetzt sehr hart, aber das ist die Wahrheit, da gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und wenn du jetzt diese Predigt hörst und hier sitzt und dein Leben Jesus noch nicht übergeben hast, dann mach das so schnell, wie du nur kannst. Du weißt nicht, ob es einen Morgen gibt. Du weißt nicht, ob es heute dein letzter Tag ist. Weißt du, Jesus hat uns gerecht gemacht. Deswegen übergib dein Leben Jesus. Er hat für alles bezahlt. Und keine Schuld, die wir haben, ist für Jesus zu groß. Egal, was du in deinem Leben getan hast, egal, was du gemacht hast, übergib dein Leben Jesus. Ich komme zum Schluss. Weg, Wahrheit und Leben. Die drei bilden eine Einheit. Und Jesus vereint diese drei Sachen in sich selber. Ohne den Weg würden wir nicht bei Gott ankommen. Wir hätten keinen Sinn im Leben. Und ohne die Wahrheit würden wir niemals Gott erkennen. Und ohne das Leben hätten wir keine ewige Hoffnung. Ohne das Leben wäre Jesus umsonst gestorben und wieder auferstanden. Also Gott ist durch seine Menschwerdung in Jesus der einzige Weg, der zum Leben führt. Und Jesus hat alles auf sich genommen, diesen schwierigen Weg ans Kreuz gegangen, damit am Kreuz die Wahrheit offenbar wird. Und ich schließe meine Predigt mit drei Fragen an euch, die ihr euch gerne für die kommende Woche mitnehmen könnt. Sind wir bereit zu akzeptieren, dass Jesus den Weg vorgibt? Sind wir bereit, nachzufolgen, auch wenn es schwierig wird? Und sind wir bereit, Jesus zu vertrauen, auch wenn der Weg für uns überhaupt keinen Sinn ergibt? Amen.